ähnlich wie das Stroke-OWL-Projekt, haben wir ein vom Innovationsfonds gefördertes Projekt der Schlaganfallnachsorge. Das wird in Form von einer sogenannten Cluster-randomisierten Studie durchgeführt. Wir haben 15 Interventionen und 15 Kontrollregionen. In den 15 Interventionsregionen wollen wir die Schlaganfallnachsorge nachhaltig verbessern durch Installation eines Projektkoordinators, eines Schlaganfallkoordinators, einer Schlaganfallpflegekraft und von Diätassistenten wollen wir eine möglichst gute Aufklärung über den Schlaganfall machen und zu 4 Zeitpunkten innerhalb von einem Jahr dann auch die Patienten intensiv nachversorgen und nachuntersuchen. Das ist so im Kern das, was wir vorhaben. In enger Zusammenarbeit immer mit den niedergelassenen Ärzten, insbesondere dem Hausarzt. Nun, ob sie schon so interessant ist, ist noch die Frage, aber wir wollen sie interessant machen. Bisher kümmert sich niemand in strukturierter Weise um Schlaganfallnachsorge. Und wir brauchen hier Strukturen, wir wollen die aufbauen. Wir sind der Meinung, dass es am besten ist, dass niedergelassene Ärzte, vor allem die Hausärzte, mit den Schlaganfallversorgern in den Kliniken zusammenarbeiten. Da kommen dann zwei Partner zusammen, die sich gut ergänzen könnten. Die Hausärzte haben gute Kenntnisse über die Patienten, die kennen ihre Vorgeschichte, die kennen ihre Interessen und eben auch die Stärken und Schwächen. Das ist ganz, ganz wichtig eben auch, was man Menschen gut kennt, den man dann weiter betreut. Und auf der anderen Seite die Kliniken, die ein großes Interesse am Thema Schlaganfall haben und die eigentlich auch wissen wollen, was wird aus den Menschen, die man nach etwa 10, 14 Tagen nach dem Schlaganfall entlässt und von denen man in aller Regel ja gar nichts mehr hört. Es sei denn, sie haben das Pech und kommen wieder mit dem nächsten Schlaganfall, was wir ja alle nicht wollen. Ja. Also ganz viele Kollegen, die wir ansprechen, haben ein Interesse, eben aus den Gründen, die gerade schon erwähnt sind. Wir verlieren einfach den Kontakt zu unseren Patienten sehr schnell, die Liegezeiten sind kurz und wir haben als Ärzte schon ein Interesse daran, dass das, was wir in der Akutphase tun, auch einen nachhaltigen Nutzen hat für die Menschen. Und dieser nachhaltige Nutzen ist gefährdet dadurch, wenn nachher keine Strukturen da sind, die das Erreichte, zum Beispiel einen Effekt von einer Thrombektomie bei einem akuten schweren Schlaganfall, wenn man das nicht sichert. Etwa wenn der Patient dann nachher doch durch ein Defizit, das wir ja nicht immer ganz verhindern können, das ist ja ganz klar, dann doch in eine Depression verfällt oder doch eben kognitive Störungen bekommt, die man am Anfang gar nicht so gesehen hat. Und da ist es ganz wichtig, dass man Kontakt hält zu den Menschen und den Nutzen der anfänglichen Stroke-Unit-Versorgung und der interventionellen Therapie dann auch sichert. Also wichtig ist, den Patienten eng einzubinden, den Patienten als Individuum und als Mensch zu begreifen. Es geht nicht darum, einfach nur über den Kopf des Patienten hinweg Ziele zu definieren, sondern die mit ihm selber und seinen Angehörigen zu entwickeln. Nur dann kann der Patient auch, sagen wir mal, sich selber richtig engagieren. Es geht also um Stärkung der Patienten selber. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Zusammenarbeit der Ärzte eben gut klappt. Eben diese Kooperation zwischen Klinik und Hausarzt und anderen Fachärzten ist wichtig und dass es eben auch immer einen Ansprechpartner gibt, nämlich vor allem auch in Form dieser Schlaganfallpflegekraft, die wir da auch mit einbeziehen. Es gibt eben nicht nur die ärztliche Seite, sondern auch die pflegerische Seite. Und das Dritte, denke ich, ist schon, dass es eine Struktur gibt, weil wenn man das einfach so macht und Gespräche führt und guckt, naja, nehmen Sie Ihre Tabletten und so nach dem Motto, das reicht eben nicht, sondern man muss dann schon ein paar Punkte abhaken. Man muss nachfragen, gezielt nachfragen, weil sonst übersieht man Dinge. Man übersieht eine leichte Depression, die sich vielleicht auswächst in den nächsten Wochen. Man muss schon früh nachfragen und das muss man strukturiert machen.